Vielen Dank. Ich wollte mal anders anfangen. So. Ja, ja, das ist. Die ältere Generation hat jetzt ein bisschen geschockt geguckt. Das ist so, ich fange immer so an, weil die Leute immer anders denken von mir. Die haben Erwartungshaltung von mir. Die denken, Bülent Ceylan, Türke. Vielleicht ist er noch Moslem, kommt er jetzt mit dem Bunsenbrenner, der langhausche Bombenleger. Deswegen, die denken, da komme ich mit türkischer Musik, jetzt kommt er mit Sepultura. Das ist brutal. Ne? Er guckt noch kritisch aus Angst. Ich mach nix. Er guckt so, oh, kommt der als Gammelfleisch. Wirklich, seit der Gammelfleischaffäre muss ich mich riechen lassen nach der Show. Gehst du den Zuschauer, oh, rieche mal. Wirklich, ich mach das heute wieder, wenn ihr mich riecht. Ihr wisst ja, ich hab hier Unterhaus. Nee, ich hab schon einen. Das ist schon geil, das ist geil, ne? Schön. Sind überhaupt Türken da? Gibt's denn noch welche hier? Türkenfrei. Nee, ist gar kein Türke heute. Das ist ja der Hammer. Doch, da hinten! Hat man auch an der Bar. Ja, der hat so Raki. Ja, super. Nee, finde ich geil, dass du dich so gemeldet hast. Das ist brutal. Der Türk. Sagt er, du bist zu integriert. Ne? Musst aufpassen. Ich bin aus Offenbach. Das wäre noch krasser gewesen. Nee, manche denken auch, ich müsste gleich so türkisch reden. Ist ja nicht so Mannheimer Dialekt. Was, wie reden der? Ist es noch Deutsch? In Hannover gab es Zwischenapplaus für den Satz, in Monnem zu leben ist das Beste, das, wo es gibt. Ehrlich? Nee, ihr braucht ja eine Klatsche, ihr redet ja genauso. Das fast. Nee, aber das muss ich mal vorstellen. Ne? Sagen, ist das noch Deutsch? Aber ja, so weit ist es gekommen, muss erstmal ein Türk auf die Bühne, um euch einen deutschen Dialekt beizubringen. Integration, Oxford-Deutsch halt, ne? Deppe. Da kann ich nichts machen. Ne? Nee, ja, und ich sehe auch die Jüngere, so, die Jüngere, die wollen dann das so türkisch so, weißt du, so weißt du, dass ich so red. Ja, weißt du, guckst du. Ne? Produzier mich nicht. Ne? Ich weiß, wo dein Haus wohnt und so Sachen. Nee, mach ich nicht. Putzbar. Ich kann auch normal retten. Ich bin integriert. Ja. Aber nee. Ja, aber ich sehe schon eher. Der ältere Deutsche sagt sich, ich hab bezahlt, ich will den Türk sehen. Hast du gar nicht bezahlt. Also ihr kriegt noch euren Türk. Ich mache den ganzen Schluss, nur wegen der Integration mache ich noch so ein bisschen Bauchtanz und machen wir alles, aber erst mal ich. So schön heute. Ne? Übrigens zu der Türke muss ich noch sagen, ich kann nicht so gut Türkisch. Also wenn wir uns später dann irgendwie unterhalten, ne? Ich kann, hey, das liegt daran, also mein Vater ist zwar Türke, Moslem, aber meine Mutter ist deutsch-katholisch. Ja, in Bayern war die Reaktion anders. Jawohl, gut. Aber hier am Butto. Nee, der hat sich durchgesetzt bei uns in der Familie, die Mutter. Bei uns wird Mannheimer Dialekt gesprochen, Türkisch hat meine Mutter gesagt, versteht keine Sau. Ne? Das will ich machen, ne? Da war mein Vater platt. Ne? Das ist. Ne, mein Vater, der muss sich anpassen. Weihnachtslieder muss der singen. Christliche. Ah doch, du Larsch. Natürlich hat er als Moslem Wege von mir, die singen. Statt alle Jahre wieder singen, dann alle Jahre wieder. Das ist also. Im Weg. Und mein Vater, ne, jetzt kommt der Hammer, der isst Schweineschnitzel. Ach doch, aber in zwei Wochen nichts anderes gibt. Nee, als Moslem will ich auch nicht verrecken. Nee, das muss man ganz immer. Ne. Hat immer noch einen türkischen Pass, mein Vater. Immer noch, der lebt schon seit 1958.